Nummer 2, 21! Und Nummer 1, 46! Zuerst sind wir alle, denke ich mal, ein bisschen überrascht von den Preisen, 50 Euro. Wenn zum Go-Kart fahren ist relativ viel, aber nachher sind wir dort angekommen. Die Strecke ist wirklich riesig, also findest du in der Schweiz fast nie, jetzt denke ich jetzt mal. Nachher ist es dann auch losgegangen, eben die wollen, können fahren. Es ist zuerst eine Aufwärmphase gegeben, nachher ein Qualifying und am Schluss das Rennen. Und es ist wirklich speziell da, halt, weil alle miteinander können fahren, also 15 Spieler sind miteinander gestartet und ja, weil es halt so eine riesige Bahn ist. Und ja, es war wirklich spassig. Pechvogel war ein bisschen der Jussi. Einer von diesen vielen Unfällen, die es eigentlich noch gegeben hat, war dann sein. Und der ist, ja, hat sich ziemlich stark verletzt und hat dann ein neues Spital. Ja, aber ich ist jetzt, denke ich, auf einem guten Weg und kommt schon wieder. Und ja, ich denke, es war sicher ein guter Ausflug. Hat Spass gemacht und ja. Dann gegen den Abend sind wir dann im Ausgang. Die ganze Mannschaft, außer der Juicy. Und ich habe es sehr gut gefunden. Das riesige Disco war es. Die Frauen hat es brutal gehabt. Ich habe das noch selten noch gesehen, dass so viele Frauen in der Disco sind. Und wir hatten riesen Spass als Mannschaft gehabt. Wir sind halt lange aufgeblieben, bis um 7 Uhr morgens. Und dann sind wir halt heim, nicht so lange Nacht gehabt. Jetzt haben wir alles zurückgepackt und sind jetzt hier am Flughafen. Ciao zusammen.